Entschuldigen Sie bitte, ich bin äußerst beunruhigt, weil da eben auf dem Fließband einer von unseren Koffern nach links weggefahren ist und der andere dann nach rechts. Keine Sorge, der eine Container ist voll und jetzt wird der andere beladen. Sie meinen, Sie können garantieren, dass da keiner das Fließband umgepolt hat? Umgepolt? Warum sollte das denn jemand umpolen? Ja, um sich so unseren Koffer unter der Nase zu reißen. Sie müssen entschuldigen, aber mein Mann war früher bei der Kripo und es steckt noch so drin. Dafür brauche ich mich nicht zu entschuldigen. Wenn ich dran denke, wie viel Kofferdiebstähle am Hauptbahnhof ich aufgeklärt habe. Du brauchst mich nicht mehr begleiten. Fahr jetzt nach Hause. Danke. Jetzt bin ich dir beleidigt. Ich bring dich noch ein Stück. Das ist wirklich nicht nötig. Komm, lass uns noch mal drüber reden, ohne dass es gleich wieder kracht. Wir könnten zum Anwalt gehen und alles erledigen, wenn du von der Reise zurück bist. Ich möchte noch einmal darüber nachdenken. Du hattest genug Zeit. Wochenlang bist du unterwegs und wenn du mal zu Hause bist, willst du nicht drüber reden. Victor, du hattest die Wahl, Familie oder Beruf. Und du hast dich entschieden. Ohne meinen Beruf kann ich nicht leben, das weißt du doch ganz genau. Und ohne euch auch nicht. Lass uns noch einmal miteinander versuchen, schon wegen der Kinder. Ich möchte die Scheidung und dabei bleibt es. Ich muss jetzt los. Hallo, Armin. Hilde! Na, bist du wieder im Stress? Naja, das Übliche. Aufkleber schreiben, Fensterplätze mit Meerblick, Impfung kontrollieren. Sag mal, wo hast du eigentlich die ganze Zeit gesteckt? Ich habe ununterbrochen bei dir angerufen. Ich war privat unterwegs. Aha, junges Glück. Armin, würde ich doch nicht machen, ohne dich vorher zu fragen. Hat ein Millionär angerufen? Hör mir bloß auf. Denkst du, ich wäre sonst hier? Die Traumvilla war ein schäbiges Einzimmer-Apartment. Aber als Mensch war er doch nett, oder? Na, das sind sie doch alle im Urlaub. Nee, kein Urlauber mehr. Diesmal denke ich mehr so an einen brasilianischen Großgrundbesitzer. Vielleicht mit Privatjet. Oh, fliegen kannst du doch bei uns auch, oder? Ja, rausfliegen. Was macht denn dein Co-Pilot? Keine Probleme. Ich finde es toll, dass er es geschafft hat, deine Kündigung wieder rückgängig zu machen. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Hallo. Hallo, ihr beiden. Ich muss noch telefonieren. Wir sehen uns gleich, ja? Na, Bienchen, alles in Ordnung? Ich bin froh, dass ich wieder mitfliegen kann. War nicht einfach. Personaleinsparung. Die wollten dich loswerden. Danke. Gern geschehen. Du wirst schon noch Gelegenheit haben, mir zu danken. Und wenn ich erst mal Kapitän bin, dann wirst du Chefstewardess. Gut möglich bei deinen Beziehungen. Ja, solange mein Onkel im Vorstand sitzt. Aber ein bisschen nachhelfen muss man auch, das weißt du ja. Bitte. Na ja, wenn ich Captain werden will, muss der Alte weg. Der sitzt sowieso schon auf dem Schleudersitz. Der hat etliche Dienstaufsichtsbeschwerden am Hals. Die du geschickt eingefädelt hast. Es ist meine Pflicht, Unregelmäßigkeiten im Cockpit zu melden. Ich mache nicht mehr, nicht weniger als andere auch. Und wenn du Chefstewardess werden willst... Du bist ein ganz fieser Typ, weißt du das? Ich kenne jemanden, der mag das. Entschuldigung, sind Sie der Reiseleiter? Ja, bitte. Tschüss, Armin. Ich muss zum Briefing. Bis nachher in der Maschine, ja? Stell schon mal den Sekt kalt, ja? Und das steht nicht. Alkohol im Tee. Herbert Lüttges, Konditorei Lüttges in Regensburg. Kennen Sie uns? Nein. Das Café direkt am Dom. Ah ja. Sie war schon mal in Regensburg. Nein. Meine Mutter wird diese Reise mitmachen. Sie ist sehr krank und benötigt besondere Betreuung. Sie verstehen. Für Sie. Aus eigener Produktion, handgefertigt. Oh, dürfen wir vorgehen? Ja, selbstverständlich. Sylvie? Ja? Pre-Boarding für die Herrschaft. Ja. Wir werden unser Möglichstes für Sie tun. Danke. Glauben Sie nicht, dass Ihre Mutter vielleicht ein wenig zu viel zu muss? Sie hat es sich so gewünscht, noch einmal eine Weltreise. Vielleicht ist es ihre letzte.
Die Ziele unserer Weltreise sind diesmal Brasilien, Mexiko, Singapur und Bali. Heute fliegen wir auf direkten Route Frankfurt-Rio. Ja, und als Ausweichflughäfen bei schlechtem Wetter haben wir vorgesehen Sao Paulo und Brasilia. Ist er nicht wieder in Topform, unser Kurt? Aus der zweiten Reihe schießt er immer am besten. Übrigens, vom Atlantik sind starke Turbulenzen zu erwarten und stürmischer Westwind. Na, fabelhaft, dann ist die erste Klasse gerade bei der Suppe. Wir erwarten, dass der Westwind im Verlauf des Fluges auf Nord dreht und eine Geschwindigkeit von 80 Knoten erreicht. Ja, ja, schon gut. Und in Rio erwarten wir, dass das neue Lokal in der Avenida Porto Alegre endlich geöffnet hat. Das würde ich dann als Ausweichlandung vorschlagen, wenn die Trampelpfade abgelaufen sind und einem der Karneval und das ganze Samba-Gehüpfe bis hier stehen. Ich freue mich besonders, dass Sie doch alle wieder dabei sind. In diesem Sinne, guten Flug und natürlich glückliche Reise. Sehr. Oh, ist das ein Sahnetörtchen-Stroganoff? Nein, Lachs mit Sahnehäubchen und Wildterrine in das Pick. Aber für sie ist Schonkost bestellt. Gemüsefrikadelle mit Kichererbsen garniert. Kicher? Erbsen, ja. Nein, ich möchte lieber das. Gerne. Wieso hast du Schonkost für mich bestellt? Das ist doch ein total verrückter Gedanke. Ich weiß, alles, was ich mache, ist verkehrt. Ich dachte halt, Schonkost wäre gut für einen kranken Menschen. Ja, aber ich bin doch nicht... Ja, ja, natürlich. Aber auf dieser Reise wollen wir nicht von Krankheit sprechen. Wir wollen uns nur amüsieren. Und ich will dich endlich einmal eine Zeit lang für mich haben. So, bitte sehr. Guten Appetit. Dankeschön. Reizendes Tier. Du solltest ihr was schicken. Ach, Entschuldigung. Ich hab was für Sie. Aus eigener Herstellung. Handgefertigt. Danke sehr. Was machst du denn? Die Schwimmweste ist unter dem Sitz. Was hat Fräulein gesagt? Schließlich muss man auf Notfälle vorbereitet sein. Da ist sie. Ich hab's. Mal sehen, ob unter deinem Sitz auch eine ist. Ja, aber die Leute gucken schon. Eine reicht doch. Im Notfall brauchen wir zwei. Ach du Gott. Ach, ich's vergesse. Ich hab dir was mitgebracht. Danke. Ich hab dir auch was mitgebracht. Oh, danke. Eigene Produktion. Handgefertigt. Ja, ja, an solchen Geschenken sieht man wieder mal, welchen Stellenwert eine Bekanntschaft hat. Hilde. Du siehst das zu materialistisch. Wenn du etwas von Gefühlen verstehen würdest, dann würdest du feststellen, dass etwas hinüberstrahlt. Mir. Zu dir. Du würdest sämtliche Hemmungen vergessen. Und dann? Dann würdest du mir um den Hals fallen. Soll ich das wirklich tun? Jetzt und hier. Der Kaffee ist heiß. Was ist denn hier los? Wir üben. Für den Notfall. Ja, aber das geht doch nicht. Die Schwimmwesten müssen doch unterm Sitz bleiben. Nee, ich will wissen, ob die Dinger meiner Frau und mir überhaupt passen. Wenn der Notfall kommt, ist dafür keine Zeit. Geben Sie mir die Weste, die gehört unter den Sitz. Leine, zieht! Was willst du eigentlich? Die Dinger gehen doch prima. Einmal Fasanenbrüstchen. Oh, danke, Bienchen. Und einmal Schrimps. Oh, danke, ich möchte. Wollen wir tauschen? Nein.
Amsterdam. Frankfurt ist doch schon weit weg. Und die Probleme vielleicht auch ein wenig, oder? Welche Probleme? Ich meine, wenn man private Probleme hat. Also ich meine, essen sollte man auf jeden Fall, weil ohne Essen werden die Probleme auch nicht kleiner. Höchstens größer. Probleme? Kann ich irgendwie helfen? Nein, es ist privat. Ach so, Familienprobleme. Ja, in meiner Firma. Ja. Diese ewige Trennung. Ich kenne das. Sie will sich scheiden lassen. Es tut mir leid. Verstehen Sie? Ich habe zwei Kinder. Ich möchte meine Familie behalten. Ich verstehe. Soll ich übernehmen? Nein. Danke. Für Rotkopf fehlt das Doppelzimmer mit Meerblick. Ja. Und 4 Einzelnen haben sie mir ein Doppelzimmer gelegt. Das ist unmöglich. Ich brauche 5 Einzelzimmer. Aber das ist alles restlos ausgebucht. Ja. Dann muss ihn irgendjemand ausziehen. Das ist mir vollkommen egal. Unsere Buchungen sind verbindlich. Mein Gott, ärger du dich mit denen rum, ja? Guten Tag, Herr Jungs. Ich bringe die Tribünenkarten für das Sambad. Ah ja, danke schön, danke schön. Aber das ist doch Isabel. Meine Freundin im Kartenbüro hat mir gesagt, dass du kommst. Ich habe jetzt aber leider gar keine Zeit. Ist das alles, was du zu sagen hast? Nach so vielen Jahren? Mein Gott, Isabel, du siehst doch, ich habe zu arbeiten. Ich sehe dich später. Ja, hast du alles Chaos? Hilde, du musst mir helfen. Tschüss. Die Brasilianerin da drüben. Irgendeine Affäre von früher, aber bitte, ich möchte das nicht wieder aufwärmen. Versuch sie mir abzuwimmeln. Geh hin, sag was, lass dir was einfallen. Irgendwas. Nur tu was. Das ist vielleicht gut. Bitte, Hilde. Das ist aber das letzte Mal. Meine Damen und Herren, bitte alle mal höher hören. Guten Tag, Jobst mein Name, Hilde Jobst. Ich bin Armins Frau. Worum geht es denn? Ach so. Entschuldigung. Clara, du komm doch endlich, komm. Guck mal, der kleine Junge ist ja nicht süß. Sitzt ganz allein hier. Ja, setz dich mal dahin. So ist gut. Und jetzt lach mal ein bisschen. Ja, gleich. Hier. Oh, wo ist denn deine Mama? Vielleicht wurde er ausgesetzt. Oder er ist entführt worden. Bist du entführt worden? Kidnapping? Pedro, komm her. Ah, da ist ja seine Mama. Und die ist aber niedlich. Ja. Ein nettes Kind haben Sie. Wie alt ist er denn? Er ist 6. Wenn Sie wollen, mache ich noch ein paar Fotos von Ihnen und schicke sie Ihnen. Wo wohnen Sie denn? Kommen Sie zu den Canarios de Las Angeras, unsere Escola de Samba. Escola de was? Samba-Schule, Karl. Da üben Sie Ihre Tänze. Ach so. Dann ist das wohl so ähnlich wie bei unserem Funke Mariechen, ne? Ach du, jetzt. Ach, wo kann ich Geld wechseln? An der Rezeption. Wo ist jetzt Friseur? Vorne links, an der Passage. Sagen Sie bitte, wo ist die Toilette? Rechts neben dem Anzug. Danke.
Du solltest als Wegweiser Karriere machen. Mach dich nicht unbeliebt. Bedank dich lieber mal bei mir. Ist sie weg? Ja. Du bist natürlich meine Letzte. Wenn du meinst. Herr Niewitz, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich wollte mich nicht in Ihre Privatangelegenheiten mischen. Ich habe das nicht so gemeint, es tut mir leid. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Sie haben ja recht. Private Probleme haben in unserem Beruf nichts zu suchen. Ich habe zufällig gehört, wie Sie mit Ihrer Frau gesprochen haben. Ja? Schon gut. Wiedersehen. Wir sehen uns später. Ina? Ja? Scheint sich ja glänzend zu verstehen mit dem Alten. Ich habe mich bloß bei ihm entschuldigt, weil ich im Kopf mir zu voll laufe. Die Scheidung gibt ihm nicht. Du wirst sehen, der macht dich nur lange. Mir tut er leid. Ich finde, du könntest etwas rücksichtsvoller zu ihm sein. Wieso? Ich will doch nur sein Bestes. Seine Entlassung. Dann kann er immer bei seiner Familie sein. Du bist ein ganz scheußliches Ekel. Weißt du das? Ich kenne jemanden, der mag das. Schon im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts nahm Rio das Aussehen einer modernen Großstadt an. Die breite, gerade Straße, die Sie da sehen, heute heißt sie Avenida de Rio Branco, wurde gepflastert. Obwohl, es gab damals erst 4 Autos in der Stadt. Die Geschäftsviertel wuchsen, der Hafen wurde ausgebaut und pro Jahr zogen etwa 100.000 Menschen. So, wenn Sie mir jetzt auf die andere Seite folgen würden. Die offizielle Einwohnerzahl von Rio beträgt 5,3 Millionen. In Wirklichkeit werden es sicher 10 Millionen sein. Sister Paula, mein Leben lang habe ich mir gewünscht, einmal auf dem Zuckerhut zu stehen. Und jetzt sind wir beide hier oben. Ne? Komm, bleib mal so stehen, ich mache ein Foto. Wirst du sehen, wie deine Freundinnen vom Gehe-Club sich dann ärgern. Die Inseln da drüben in der Bucht? Ich habe gehört, sie sollen schön sein. Paquetá zum Beispiel. Eine Insel für Jungverliebte. Kein Autoverkehr, nur Pferdekutschen. Die letzte Fähre geht am späten Nachmittag. Klingt ja sehr romantisch. Ja, ja. Paquetá, das ist meine Schicksalsinsel. Da bin ich mal hängen geblieben. Jungverliebt. Zu spät gekommen zum Abflug. Das ganze Flugzeug musste auf mich warten. Das war vielleicht peinlich, sag ich dir. Und was ist dann passiert? Rausgeflogen bin ich. Rio, diese verdammte Insel Paquetá, werden mir ewig in Erinnerung bleiben. Das war vielleicht schlimm. Die ganze Branche hat über mich gelacht. Ich war froh, dass mein Onkel mich hier wieder reingebracht hat. Vielleicht wäre das ja was für unseren Captain. Wir stehen hier auf dem Corcovado in einer Höhe von 700 Kilometern. Die Statue zeigt Jesus Christus, der seine Arme segnend über die Stadt breitet. Sie wurde 1931 von dem französischen Bildhauer Paul Landowski entworfen, ist aus Stahlbeton und mehr als 30 Meter hoch. Können Sie bitte mit mir nach vorne kommen? Dass du mich hier raufschleppst. Bei dieser Hitze. Oh, und dann diese blödsinnige Luftfeuchtigkeit. Das sind doch mindestens 1000 Stufen. 249. Ja, das hättest du wissen müssen. Wow. Die Reiseleiterin hat uns ja abgeraten, aber du wolltest ja nicht hören. Komm, setz dich, Moment. Oh. Herbert? Ja, Mutter? Mir ist sehr schlecht. Julie, Moment. Der Volksmund sagt, dass die Cariocas, die Einwohner Rios, erst wieder zu arbeiten anfangen, wenn er hier die Hände zusammenschlägt. Frau Silvia! Frau Silvia, kommen Sie bitte schnell. Meine Mutter ist schlecht geworden. Schnell die Beine hoch. Ich hole einen Arzt, ich bin gleich wieder da. Wir hätten diese Reise nicht machen dürfen. Dein Gesundheitszustand lässt es einfach nicht zu. Aber es geht mir doch schon viel besser. Es war ein Hitzschlag oder irgend sowas. Wir können nicht so tun, als gäbe es deine Krankheit nicht.
Du hast selbst gesagt, wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Der Kreislauf. Ihre Mutter sollte das Herz etwas mehr schonen. Wie, der Kreislauf, sonst nichts? Ja, wir haben Ihre Mutter gründlich untersucht. Alles in Ordnung. Auch die Blutwerte sind normal. Blutwerte sind normal? Ja, keine Auffälligkeiten. Aber das gibt's doch überhaupt nicht. Meine Mutter ist schwer krank. Ich hätte diese Reise gar nicht mit ihr machen dürfen. Ihre Mutter ist gesund. Bestimmt haben Sie die Unterlagen verwechselt oder die Blutproben vertauscht. Bitte, Herr Lübkes, damit wir uns nicht missverstehen. Wir sind ein angesehenes Krankenhaus. Das kommt bei uns nicht vor. Entschuldigen Sie, aber ich bin jetzt sehr verunsichert. Ich habe immer geglaubt, meine Mutter sei unheilbar krank. Und jetzt sagen Sie mir, dass sie gesund ist. Ja, das ist so. Entschuldigen Sie, meine Patienten erwarten mich. Mutter, weißt du, was der Arzt gesagt hat? Du bist gesund. Das hat der Arzt gesagt? Ja. Freust du dich nicht? Doch, doch. Schon. Deine Werte sind völlig normal. Das kann nicht sein. Der Arzt hat es aber gesagt. Na ja, gut, gut. Dann hat er sich eben geirrt. Du wirst doch nicht behaupten wollen, dass die hier nach dem neuesten Stand der Medizin arbeiten. Diese brasilianischen Ärzte. Also. Sobald wir wieder zurück sind, lassen wir dich ganz genau untersuchen. Dann werden wir sehen. Gut, gut. Aber jetzt ist das Thema erledigt. Ja? Ich hatte einen Hitzschlag. Basta. Kurven. Ja, passen Sie mal auf, dass Sie nicht aus der Kurve geraten. Noch keine Besichtigungstouren mehr? Nein, heute nicht. Auch ein Reiseleiter braucht mal eine Viertelstunde Ruhe. Arbeit macht ja Spaß, aber wer kann schon ungebrochen Spaß betragen? Das stimmt. Ja, dann werde ich mal die Kurve kratzen. Wir sehen uns später. Wieder seine Kleine. Tschö. Ja, hast du deine Frau wieder dabei? Frau? Welche Frau? Die Blonde, von vorhin. Ach so, ja, das ist meine Freundin. Mir hat sie gesagt, sie wäre deine Frau. Mensch, Armin, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich bin wieder Fahnenträgerin in unserer Escola do Samba. Weißt du noch, wie damals? Ja, ja, war eine schöne Zeit. Wir beide... Karneval. Warum hast du dich eigentlich nie mehr gemeldet? Mein Gott, du weißt doch, wie das ist in meinem Job. Jeden Tag woanders. Nie zu Hause. Ich war sehr traurig. Isabel, tut mir wirklich leid. Aber wenn man wie ich immer unterwegs ist. Ja, ja, ich weiß schon. Eine Frau allein ist für dich viel zu wenig. Trotzdem, solange Karneval ist, gehörst du mir. Okay. Was ist? Kommst du mit in die Samba-Schule? Ich schau vielleicht morgen mal vorbei.
Nicht vielleicht. Du musst es versprechen. Okay. Versprochen. Du musst auf jeden Fall kommen. Schon wegen Peter. Pedro? Ja. Das ist Peter. Mein Sohn. Hallo, Pedro. Mama. Er ist ja blond. Ja. Wie du. Soll das heißen, dass... Mein Gott, warum hast du mir denn nie geschrieben? Das hättest du mir doch sagen müssen. Ich hätte euch doch längst einmal besucht, wenn ich das gewusst hätte. Weißt du, Armin, ich wollte dich nicht damit belasten. Es ging uns nicht schlecht. Aber gehofft habe ich schon, dass du dich einmal meldest. Ja, hätte ich auch, aber ich hatte ja keine Ahnung. Nur jetzt geht es uns ganz schlecht. Ich habe keine Arbeit mehr. Und ich brauche ganz dringend Geld. Okay. Ja, ich verstehe. Ein Raubüberfall. Haltet sie! Diebe! Die haben meine Klamotten geklaut! Festhalten! Polizei! Hier, Mutter. Eine Decke, wenn ihr kalt wird. Du, das ist der beste Witz. Nimm dieses Monstrum weg. Bei dieser Hitze kommt der Junge mit einer Decke. Du komm. Und jetzt bleib mal einen Augenblick bei mir. Ich muss dir nämlich etwas sagen. Es ist jetzt aber wirklich sehr schwer für mich. Ich habe dich nämlich angelogen. Wieso angelogen? Das mit meiner Krankheit, dass ich so schwer krank bin, das habe ich erfunden. Erfunden? Seit dem Tod deines Vaters, da habe ich immer solche Angst gehabt, dass du mich eines Tages allein lassen könntest. Und dann wäre alles an mir hängen geblieben. Die Konditorei, die Fabrikation von dem Konfekt und unsere Angestellten. Dann wollte ich ja auch schließlich, dass der Betrieb in Familienhand bleibt. Und zwar hauptsächlich für dich, mein Kind. Hätte ja nicht zulassen können, dass dieser japanische Konzern unseren Betrieb aufkauft. Und deswegen hast du diese schwere Krankheit einfach erfunden. Ja. Damit ich dich behalten kann. Ja, dass du bei mir bleibst. Für immer. Mutter, das hättest du nicht machen dürfen. Ich brauch dich doch so sehr. Entschuldigung. Entschuldigung, ich suche mein Hotel. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. Sprechen Sie zufällig Deutsch? Hä? Karneval jetzt schon geschafft? Oder schwebst du im siebten Himmel? Ja, ja. Schwebe. Hilde. Du musst mir helfen. Schon wieder? Die Brasilianerin. Ja, du weißt schon. Ich hab sie wieder getroffen. Na und? Sie hat ein Kind von mir. Oh nein. Sagt es, was nicht wahr ist. Doch. Ist leider wahr. Na, herzlichen Glückwunsch. Ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Blond wie ich. Hübsches Kind. Oh, der stolze Vater. Wie alt ist denn das Baby? Das Baby.
Sonntagskind ist 8 Jahre. Hey, ich habe schon mal hier gearbeitet vor 8 Jahren. Vor unserer Zeit. 8 Jahre? Und da merkst du jetzt, dass du einen Sohn hast. Das sieht immer wieder ähnlich. Hat sich nie bei mir gemeldet. Also ihr Männer seid doch alle gleich. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ach, Nele, spiel hier bitte nicht den Moralapost. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Und die Hula-Tänzerin aus Hawaii hast du auch einfliegen lassen. Nein. Haiti. Oh Mann. Hauptsache, die Frauen kriegen die Kinder. Also gut. Bleibe ich eben hier und gründe eine Familie. Hilde, ich steig aus. Hm? Würde ich dir auch empfehlen. Wir bauen uns irgendwo eine Hütte am Strand, züchten ein paar Schafe und Ziegen, halten uns ein paar Hühner. Den Rest des Tages liegen wir in der Sonne. Naja, und den Kleinen, den nehmen wir zu uns. Was hältst du davon? Frag doch deine Brasilianerin. Ich glaube nicht, dass sie mit dir in einer armseligen Hütte wohnen will. Nein, nein. Nicht mit ihr. Mit dir. Das haben wir doch immer schon mal vor. Du tickst doch wohl nicht richtig. Ich hüte doch nicht deine Ziegen und ziehe andere Leute kindergroß. Juan, obrigado. Ich finde keine Lösung. Du bist Vater geworden. Und die Mutter will dich zum Ehemann. Nehme ich an. Aber eher zum Zahlemann. Ach, hat sie darüber auch schon mit dir gesprochen? Ja. Na, dann weißt du ja, woher die Winde wehen. Schieb einen Scheck rüber und lass dir eine Quittung geben. Hilde. Ich muss jetzt los, zum Catering. Ich muss die neuen Essenscontainer überprüfen. Und ich? Sieh mal selber zu, wie du da wieder rauskommst. Anni, ich kann dir da wirklich nicht helfen. Die Suppe musst du alleine auslöffeln. Ich hab kein Geld, ich bin nämlich ausgeraubt worden. Ausgeraubt, ja, das ist drüben, da ist er. Ich habe mir doch gedacht, dass er sich hier versteckt. Der einsame Wolf. Den kann man jetzt nicht stören. Ach was, das ist genau der richtige Moment. Ich will aber nicht. Sabine? Das ist ja ein Zufall. Alleine? Wie geht's Ihnen? Ah. Da haben Sie sich ja ein idyllisches Plätzchen ausgesucht. Ja. Ein Ort, den keiner kennt. Dachte ich. Da sieht man's wieder, die Welt ist klein. Ja, wirklich. Also wie kommen Sie ausgerechnet hierher? Ich muss spazieren gehen, irgendwo weit weg. Ich kann Karneval nicht ausstehen. Geht mir auch so. Karneval macht mich krank. Am liebsten wäre ich auf einer Insel, ganz einsam, wo einen keiner finden kann. Vielleicht sollten wir mal einen Ausflug machen auf so eine Insel. Wir? Ja. Ich kenne ein ganz besonders schönes Exemplar. Weit weg vom Schuss und ruhig und einsam. Sie heißt Paquetá. Man kann mit der Fähre rüberfahren. Paquetá?
klingt gut. Na, wie wär's? Gut. Morgen? Kommst du mal? Fein, freu mich. Ausgeraubt worden. Wir sollen doch sicher die Polizei rufen. Natürlich. Die Typen, die kenne ich. Ich habe sie fotografiert. Leider nur von hinten. Es müssen Phantombilder gemacht werden. Ein Aufruf im Fernsehen. Suchtrupps müssen ausgeschickt werden. Herr Gräbel, das ist für Sie abgegeben worden. Abgegeben? Was heißt das? Bitte lassen Sie Ihre Sachen nicht unbeaufsichtigt am Strand liegen. Ihr Strandwärter. Das haut dem fast die angeklebten Wimpern um die Taille. Das ist noch so ein richtiger Kavalier. Und außerdem hat er massenhaft Kohle. Weißt du, was er gesagt hat? Ich erwarte sie in der Bar. Mein Chauffeur wird dann vorfahren. Wie du nur immer an die reichen Männer kommst. Ich habe das Gefühl, du riechst das Geld. Das ist er. Guten Tag. Guten Tag. Das ist meine Freundin Silvia Barretti. Sehr erfreut. Guten Tag. Ha. Ist der Chauffeur schon da? Tut mir leid. Ich habe vergessen, dass er seinen freien Tag hat. Wirklich Pech. So. Ja, dann fahren wir eben ohne Chauffeur. Da bin ich aber froh, dass Sie mit diesem Missgeschick nicht übernehmen. Also gehen wir. Tschüss. Wir vergnügen. Ciao. Ciao. Na, wie geht's Ihrer Mutter? Ich habe gehört, es war nur eine Kreislaufschwäche. Ja, alles wieder in Ordnung. Also wenn Ihre Mutter so schwer krank ist, dann hätten Sie diese Reise nicht mit ihr machen sollen. Schon allein der Klimawechsel. Sie ist nicht krank. Ach so? Nein, sie hat die Krankheit nur erfunden, damit ich mich mehr um sie kümmere. Ach, das ist ja... Jetzt wird es aber Zeit, dass Sie mal an sich denken. Hm? Sie hätten diese Reise doch bestimmt viel lieber mit Ihrer Frau gemacht, oder? Ich habe keine. Ach so. Schade. Ja. Was sitzen Sie auch jeden Abend hier im Hotel? Sie könnten doch auch mal mit jemandem zum Essen gehen. Mit wem denn? Mit mir zum Beispiel. Ja, gerne. Nur meine Mutter, ich weiß nicht, ob ich sie so einfach allein lassen kann. Macht ja nichts. Muss ja nicht sein. Wissen Sie was? Schüchtern, das geht ja. Aber schüchtern und Muttersöhnchen. Schönen Abend. Noch ein Whisky. Franz Hübe, ja, sehr schön.
schön, dass ich Sie treffe. Wann fahren wir denn morgen los? Auch wenn Sie bitte auf unseren Plan dahin schauen. Wir haben wieder mehrere Gruppen. Dankeschön. Bitte. Kann ich bitte 474 haben? Bitte. Ja? Momentchen. Was ist das? Fotos von der Schnellentwicklung. Hat Ihr Mann in Auftrag gegeben. Ah, danke schön. Was ist das? Das ist Beweismaterial, sozusagen. Schon mich mit deinen dämlichen Ausreden. Dein Beweismaterial kenne ich. Lauter nackte Popos in Großaufnahme. Und Schlimmeres. Kann ich doch nicht 2 Stunden alleine lassen. Du Zippensträuch. Was ist, wenn die Leute erfahren, dass du in so einem Sexclub warst? Sexclub? Ich war unten am Strand. Ach komm, hör doch auf. Du warst doch in irgendeiner Sauna, wo die nackten Mädchen auf den Schößen von Männern rumsitzen und sich für ein paar Mark fotografieren lassen. Und noch einiges andere mehr, ne? Paula, was du eine fiese Fantasie hast. Da gibt man sich ein Leben lang Mühe, dir ein bisschen kriminalistischen Scharfsinn beizubringen. Und dann schlägst du so schlimm daneben. Hier zum Beispiel, was siehst du da? Na, nackte Popos. Ja, und im Hintergrund? Ja, ja. Meer und Sand, komm. Das ist doch ein Poster. Wahrscheinlich hängt das an der Wand in dem Puff, in dem du warst. Puff? Paula, so was sagt man nicht. Was siehst du hier? Nackte Brüste. Ach, du sollst ja immer auf die sekundären Teile gucken. Erkennst du nicht das Gesicht von der Frau? Ach, das ist ja die Frau mit dem kleinen Jungen aus der Hotelhalle. Und hier? Ja, da ist auch der kleine Junge. Und unser Reiseleiter. Was macht der denn da? Alles Beweismaterial. Und die nackten Fuß? Die sind auch Beweismaterial für den Stammtisch. Die wollen doch wissen, was hier so los ist. Land und Leute. Der Fotograf, der muss eben ganz dicht ran an der Busen von der Natur, ne? Du. Unser Reiseleiter mit deren Kind hat? Das ist gut kombiniert. Könnte sein. Passen doch zusammen, die drei. Findest du nicht? Von wegen Sexclub. Das ist hier wie auf unsere Hacienda. Da sollten Sie sehen, wenn wir ein Grillfest geben, alles, was Rang und Namen hat, trifft sich bei uns. Haben Sie die Hacienda von Ihren Eltern geerbt? Bei uns ist es so, dass immer der älteste Sohn erbt. Dann haben Sie doch richtig Glück gehabt, dass Sie als Erster geboren wurden. Schön wär's. Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin der Jüngste in der Familie. Geerbt habe ich gar nichts. Ich musste mir alles selbst aufbauen. Hallo. Hallo. Schönen Abend noch. Wer war das? Welche von unserer Crew? Man kann machen, was man will. Irgendwo trifft man sie immer. Wir können auch woanders hingehen, wo wir ganz allein sind. Nur wir beide. Ja? Ja. Jetzt habe ich aber erst mal Hunger. Und ich sag dir, hier stimmt was nicht. Guck mal da hinten. Der Kerl träufelt dauernd irgendeine Flüssigkeit auf das Fleisch. Wenn das nicht am Ende K.O.-Tropfen sind. Karl, du siehst nur wieder Gespenster. So, meinst du, dann guck mal da drüben. Die beiden Männer im schwarzen Anzug, da sage ich nur Mafia. Wenn die Gäste hier alle K.O. rumliegen, dann kassieren die ab, wirst du schon sehen. Mein Schatz, wenn ich K.O. bin, dann kann ich es leider nicht mehr sehen. Ganz wohl ist mir nicht dabei.
Ich finde, wir sollten es besser lassen. Aber Pienchen, jetzt, wo wir alle so schön eingefädelt haben, warum soll dem Alten nicht mal genauso was passieren wie mir damals? Hm? Weil es unfair ist und ungerecht. Also komisch, der Alte war nie so ein Pechvogel wie ich. Zum Beispiel bei der Bundeswehr, ja? Mein Starfighter, ich musste mal aussteigen. Technischer Defekt, ja? Und mir haben sie nachher die Schuld zugeschoben. Zu riskantes Manöver. Diese alte Schrottkiste. Ja, ich kann dir noch mehr solche Geschichten erzählen. Du siehst alles viel zu negativ. Pessimisten ziehen das Unglück an. Mein Gott, du musst eben das Beste aus jeder Situation machen. Eben. Um 7 Uhr morgen früh geht die Fähre nach Paquetá. Damit bringst du ihn zur Insel. Und um 17 Uhr geht die letzte wieder zurück. Und die muss er verpassen. Ach ja, und ich? Ganz einfach, du verschwindest einfach. Nimmst das Schiff, kommst zu mir zurück zum Hotel. Dann kriegt er erst die 11 Uhr Fähre am nächsten Morgen und kommt zu spät zum Abflug, genau wie ich damals. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Minchen, du weißt doch, eine Hand wäscht die andere. Okay, ich überleg's mir. Perdao, Libre? Siehste, jetzt müssen wir zahlen. Er hat Lire gesagt. Das heißt Geld. Ach, Sie sind auch Deutsche. Dürfen wir uns zu Ihnen setzen? Ja, bitte, gerne. Setzen Sie sich. Danke. Das ist mein Bruder. Wir kommen gerade von einem Begräbnis. Unser brasilianischer Erbonkel ist nämlich gestorben. Mein herzlichstes Beileid. Mein Beileid. Danke. Eigentlich hätte ich nicht übel Lust, sofort wieder nach Hause zu fahren. Ach komm, nun mach kein Theater. Und verdirb uns nicht unsere wunderschöne Reise. Ich weiß, ich hätte dir nicht sagen dürfen, dass ich schwer krank bin. Aber ich habe dich so um Entschuldigung gebeten. So einfach stellst du dir das vor. Entschuldigung und alles ist vergessen. Du machst dir keine Vorstellung davon, was ich mir für Sorgen gemacht habe um dich. Ja, ich weiß. Das muss sehr schwer für dich gewesen sein. Es tut mir auch leid. Wirklich. Sehr. Und mein Privatleben? Ist dir völlig egal. Die Traudel zum Beispiel, die hat mich verlassen. Deinetwegen. Und deine Affäre mit dieser Edeltraut, das ist mir wirklich nicht schade. Es war doch nicht die richtige für dich. Mutter, hör doch endlich mal auf, dich immer wieder in meine Angelegenheit zu mischen. Ich will mich selbst entscheiden und nicht immer von dir bevormundet werden. Schließlich bin ich kein Muttersöhnchen, sondern der kaufmännische Leiter unserer Konditorei, oder? Ja, gut. Aber die Leitung der gesamten Firma habe ich gemacht. Aber bitte, bitte, ich will das ändern. Ich will mich auch bessern. Ich verspreche es dir, mein lieber Schatz, ja? Und verzeih mir, bitte. Ich will es versuchen. Ich verspreche dir, dass ich mich niemals wieder in deine Angelegenheiten mischen werde. Und wo willst du jetzt mitten in der Nacht hingehen? In die Bar. Endlich ein eigenes Leben anfangen. Ausgerechnet an der Bar. Wenn ich konnte, würde ich dir die Sterne vom Himmel rollen. Und warum tust du es dann nicht? Was sind schon Gold und Edelsteine gegen die Liebe? Gibt es etwas Schöneres als zwei Menschen, die sich gefunden haben? Carlos, was tust du denn? Nun komm schon, jetzt stell dich nicht so mal an. Komm, lass uns doch nach oben gehen. Ja? Entschuldige. Na, Volltreffer. Wer ist denn da? Wissen Sie, wie spät es ist? Klar, ich wollte das Gespräch von heute fortsetzen. Sie haben mich nämlich nicht ausreden lassen. Das ist unfair. Was glauben Sie, was die Leute denken, wenn sie mitten in der Nacht vor meinem Zimmer stehen? Eben. Deshalb ist besser, wenn ich reinkomme.
Abend. Abend. Ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich als kaufmännischer Leiter der Konditorei Lüttjes natürlich keineswegs schüchtern bin, wie Sie vielleicht meinen. Und Muttersöhnchen schon gar nicht, dass das klar ist. Habe ich schon gemerkt. Sie sind ganz schön frech. Deshalb muss ich meine Mutter überhaupt nicht fragen, wenn ich mir irgendwo ein Rendezvous ausmache. Die Stadt. Bitte, bitte. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ich bin bloß gekommen, um mit Ihnen zu reden. Also, das habe ich schon gesagt. Also, ich möchte Sie höflichst in aller Form zum Essen einladen. Wann immer das sein wird. Ganz egal, wann es Ihnen passt. Selbstverständlich, immer. Gerne. Ein Betrieb ist es heute. Wer ist denn da? Petra, mach doch mal auf. Der Kerl ist bloß Chauffeur. Oh nein. Da brauchst du gar nicht lachen. Der hat mir nämlich meinen Schlüssel geklaut. Oh. Was mache ich denn jetzt? Der kriegt's fertig und kommt auf mein Zimmer. Ja. Ich schlaf bei dir. Ja. Keine Millionen, keine Hacienda. Aber die Dinger, die Sterne will er mir vom Himmel holen. Pfeife. Du hast schon wirklich Pech. Männer. Was ist das denn? Du wirst es nicht glauben. Ein Mann. In deinem Bett. Silvia. Der ist schon hinüber. Ja, das sehe ich. Meine Herren. Ja, wie und wo schlafe ich jetzt? Ich gehe hier nicht mehr raus. Badewanne wäre noch frei. Badewanne. Ja gut, dann gehe ich halt in die Badewanne. Prüde bin ich, geh zur Ruhe. Geht man hier nur zu Fuß oder was? Keine Sorge, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Jetzt bin ich fast 20 Jahre verheiratet. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit meiner Frau jemals eine Kutschenfahrt gemacht hätte. Seltsam, nicht wahr? Aber es ist immer das gemacht worden, was für die Kinder richtig war. Zoobesucher, Zirkus. Ich glaube, Sie wären ein idealer Familienvater. Tagsüber im Büro, abends mit den Kartoffeln im Wohnzimmer, die Kinder auf dem Schoß. Und am Wochenende werden im Garten die Rosen geschnitten. Gerade das weiß ich nicht. Ich liebe nämlich meinen Beruf mindestens genauso wie meine Familie. Das kann ich verstehen. Ich habe so einen idealen Familienvater. Sie sind 7 Kinder. 7 Kinder. Wo gibt's denn das heute noch? Auf dem Land. Wir haben eine Landwirtschaft. Sie sind die Jüngste, was? Und bisher die Einzige, die in die Welt hinausgekommen ist. Ja, nicht ganz einfach. Ich habe ziemlich drum kämpfen müssen um diesen Traumberuf. Und manchmal kämpfe ich immer noch. Sie schaffen es. Da bin ich ganz sicher. Danke.
Entschuldigen Sie bitte, ich kann niemanden von der Reiseleitung sehen. Vielleicht können Sie mir helfen. Darf ich mich einen Augenblick zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Ich bin nämlich sehr beunruhigt. Ich kann meinen Sohn nicht finden. Er ist gestern Abend noch in die Hotelbar runtergegangen und seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Dann machen Sie sich mal keine Sorgen. Wahrscheinlich schläft er noch. Nein, nein, ich bin ja eben in seinem Zimmer gewesen. Das Bett ist noch unberührt. In diesem Hotel gibt es über 700 Betten. Ja, wie darf ich denn das verstehen? Ihr Sohn könnte doch vielleicht heute Morgen in einem ganz anderen Bett aufgewacht sein. Das kann doch passieren, oder? Ach so, sehen Sie das? Mhm. Aha, danke. Frau Lüttges? Ja? Ich glaube, ich weiß, wo Sie Ihren Sohn finden können. Das wissen Sie? Ja. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Wo kommen Sie denn auf einmal alle her? Wo ist meine Mutter? Wir sind in meinem Zimmer. In Silvias Bett. Habe ich etwa... Bin ich vielleicht... Kannst du dich nicht mehr erinnern? Doch, doch, natürlich. Was war denn? Du könntest uns ruhig einen guten Morgenkuss geben. Mhm. War sie etwa gestern Abend auch? Natürlich. Weißt du das nicht mehr? Doch, doch, schon. Eigentlich nicht. Meine Mutter, um Gottes Willen. Guten Morgen. Sie möchten Ihren Sohn abholen. Bitte, kommen Sie rein. Nennst du das ein neues Leben anfangen? Morgen. Gleich zwei auf einmal. Ist das nicht ein bisschen viel für dich? Würdest du jetzt bitte einen Moment mitkommen? Wenn die Damen gestatten. Also dann auf Wiedersehen. Und Entschuldigung. Tschüss, mein Schatz. Vergiss uns nicht. Wenn die Damen gestatten. Was würden Sie sagen, wenn Sie Ihre Mutter plötzlich von Ihrem Vater scheiden lassen wollte? Ich würde es akzeptieren. Wenn sich zwei Ehepartner auseinandergelebt haben, sollen sie nur wegen der Kinder zusammenbleiben? Naja, das sagt sich so einfach. Ich habe nichts dagegen, oft einsam zu sein. Aber ganz ohne Familie, das kann ich mir kaum vorstellen. Und wie ist das eigentlich bei Ihnen? Sie sind doch mit meinem Chor befreundet, oder? Schon. Nicht direkt nur Freunde eben. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ja? Nein, nein, ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Sitzen, die Landschaft genießen und alles um sich herum versuchen zu vergessen. Versuchen wir es? Gut. Abgemacht. Wissen Sie, du Armin ist noch nicht wieder aufgetaucht. Ich glaube, der ist im Karneval versagt. Genau. Hat gerade angerufen. Ja? Bis mittags will er wieder da sein. Ja. Das ist doch typisch. Alles bleibt immer mir hängen. Ich helfe dir. Ich übernehme Armin's Tour, wenn er nicht kommt, okay? Oh, das kann ja was werden. Trotzdem danke. Ich bin ein erwachsener Mann von 40 Jahren. Und da kann ich Freundinnen haben, so viel wie ich will. Naja, selbstverständlich. Aber schließlich hättest du mir Bescheid sagen können, dass du die Nacht mit diesen Damen verbringen willst. Ja, manchmal weiß man das eben erst hinterher. Ob da was läuft oder nicht. Ob da was läuft? Sag mal, was hast du für eine Ausdrucksweise?
Ich kenne diesen Mann ja überhaupt nicht mehr. Ich verstehe überhaupt nicht, wie du dich auf ein so fragwürdiges Abenteuer einlassen konntest. Was heißt denn fragwürdig? Ich weiß selber, was ich verantworten kann, was nicht. Ah ja? Außerdem könnte es auch sein, dass ich mich verliebt habe. Du? Tag. Ich finde, wir sollten ihn ausrüsten bis zum letzten Moment. Wann fährt eigentlich die letzte Fähre? Um 19 Uhr. Dann haben wir ja noch Zeit. Ich bestelle ein Glas Wein. Wie wär's? Ja, gern. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück, ja? Letzte Fähre heute? Ja. Und wann geht morgen die erste? Um 11 Uhr, morgen früh. Ah ja. Okay, danke. Obrigado. Bis ich eine Verbindung bekommen habe. Trinken wir? Oh, gern. Ich dachte schon, Sie sind entführt worden. Wer sollte mich denn entführen? Wer weiß. Auf diesem Tag möge er noch lange andauern. Manche Wünsche gehen schneller in Erfüllung, als man denkt. Das ist die letzte Chance, sonst müssen wir auf der Straße übernachten. Dass wir die Fähre verpasst haben. Es tut mir leid, es ist meine Schuld. Ich war ganz sicher, dass um 19 Uhr noch eine fährt. Ja gut, es ist noch etwas. Was? Das Zimmer. Es war sonst wirklich nichts mehr frei. Aber es ist ein Doppelzimmer. Ach so.
Naja, Hauptsache erstmal ein Dach über dem Kopf. Richtig. Es ist nur also... Ich habe das Zimmer nur bekommen, weil ich gesagt habe, ich bin mit meiner Frau hier. Na gut, dann bin ich eben Frau Niemetz. Es gibt Schlimmeres. Schön, nicht wahr? Nein. Ich gehe jetzt trotzdem ins Bett. Wir müssen morgen früh raus, wenn wir noch eine Möglichkeit finden wollen, an Land zu kommen. Die Fähre um 11 ist zu spät. Notfalls müssen wir eben schwimmen. Soll ich lieber wieder rausgehen, während Sie ausziehen? Keine Sorge, ich ziehe mich nicht aus. Nicht wesentlich jedenfalls. Soll ich mir lieber die Decke über den Kopf ziehen, während Sie sich ausziehen? Nein, nein, schon gut. Ich ziehe mich auch nicht wesentlich aus. Ist es Ihnen überhaupt recht, dass ich hier liege? Ich kann auch im Sessel schlafen. Das hätten Sie denn schon vorher fragen müssen. Nein, bitte. Dazu ist ein Bett doch da, dass man drin liegt. Hat doch nur Spaß. Ist es Ihnen denn unangenehm, dass Sie hier mit mir im Doppelbett sind? Nein, nein, im Gegenteil. Ich freue mich, dass der Tag noch nicht zu Ende ist und dass wir noch länger zusammenbleiben können. Geht mir genauso. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Auch das Nichtreden war schön. Sogar sehr schön. Eigentlich könnte doch die Welt jetzt einfach stehen bleiben. Jetzt im Moment. Jetzt. Warum ausgerechnet jetzt in diesem Moment? Ich mich jetzt so richtig wohlfühle. Darf ich? Ja. Darf ich du zu ihnen sagen? Ja. Es ist soweit. Wie weit? Jetzt kann die Welt stehen bleiben. Und wer macht das Licht aus? Du. Du.
ist ja unser Reiseleiter. Ola, guck mal. Der macht da mit. Da direkt vor den Trommlern. Siehst du ihn? Tatsächlich. Komm, gib mir wieder. Entschuldigung, darf ich auch mal? Aber bitte, gern. Danke. Da ist ja auch der Junge. Guck mal, mit dem Turban. Der ist ja süß, der Kleine. Wie, der Junge ist auch dabei. Ja, das ist doch der Sohn von der Bannerträgerin. Hier, gucken Sie mal. Ich hab den Jungen fotografiert. Ganz schön aufgeweckt für seine 6 Jahre. Der Reiseleiter hat anscheinend irgendwas mit den beiden zu tun. Gut beobachtet, Herr Gräbel. 6 Jahre alt ist der Junge, haben Sie gesagt? Ja, 6. Das hat die Brasilianerin gesagt. Das ist ja ein Ding. Da muss ich sofort nachforschen. Fräulein Hilde, ich stehe zur Verfügung. Ah, nun misch dich doch nicht in alles ein. Fräulein Hilde, ich würde wirklich gerne mitmachen. Bisschen Geduld, Herr Gräbel. Im Augenblick kommen wir da ja sowieso nicht durch. Wir warten, bis der Zug vorbei ist, ne? Gut, okay. Na und ich? Du darfst auf meine Kamera aufpassen. Ausnahmsweise. Diese Brasilianer, die wissen überhaupt nichts. Die drei sind schon weg. Ich nehme an, die sind zu ihr nach Hause. Ja, und was ist mit der Adresse? Hatte. Bravo, dann die Piasnitz. Isabel, ich muss mit dir reden. Wegen des Jungen. Reden? Aber das können wir später. Schon wach bin und dich beobachtet, wie du mich beobachtest. Ganz schön gemein von dir. Weißt du, was ich vorhin gedacht habe, als ich dich angeschaut habe? Was? Dass du eigentlich fast meine Tochter sein könntest. Na und? Ich werde jedes Jahr ein Jahr älter und irgendwann hole ich dich ein. Ich dachte nur... Wenn wir ein Liebespaar wären, dann wäre der Altersunterschied so groß. Da bist du aber froh, dass wir keins sind, nicht wahr? Nein. Wenn es dir lieber ist, kann ich auch wieder sie zu dir sagen. Gut, abgemacht. Wir müssen los. Es wird nicht leicht sein, ein Boot zu finden. Okay. Das ist ja eine Wahnsinnsweltreise. Adonde es la casa de Isabel, por favor. Ah, obrigado. Warum hast du mir nie geschrieben, als der Junge unterwegs war? Habe ich dir doch schon erklärt. Aber wenn du jetzt für immer bei uns bleiben würdest, dann wäre alles noch viel schöner. Isabel, das kann ich nicht. Ich muss zurück.
Ich habe Verpflichtungen, ich habe einen Beruf. Ich kann nicht einfach hierbleiben. Aber ich schicke dir Geld und ich kümmere mich um den. Pedro! Pedro! Pedro, bist du denn verrückt? Ich hab dir schon tausendmal gesagt, du sollst das nicht machen, ja? Merk dir das. Alles in Ordnung, mein Junge. Hilde, was machst du denn hier? Na, dich suchen. Das ist er. Pedro, mein Sohn. Nee, Armin, Irrtum, das ist er nicht. Oder warst du vor 6 Jahren auch hier? Er ist 6, das haben sie doch gesagt, ne? Ich dachte, er wäre 8. Ich hab dir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Pedro ist nicht dein Sohn. Komm her, Kleiner. Guck mal hier, die Fotos. Die habe ich dir mitgebracht. Hm? Isabel, warum machst du sowas? Weißt du, Pedros Vater ist vor 2 Monaten ins Leben gekommen. Seitdem habe ich große Probleme. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ja, aber das hättest du mir doch sagen können. Herr Gräbel, komm, wir fahren. Ich schmeiß schon mal die Maschine an, ja? Ja, gleich. Also, schön. Bist schön brav, ne? Versprichst du mir das? Und pass auf deine Mama auf, ne? Ich werde dir helfen. Ich schicke dir was. Danke. Und dich komme ich wieder besuchen, mein Junge. Dann spielen wir Fußball. Sag mal, oh, schön. Hast du das gefunden? Was ist da drin? Entschuldigung, darf ich Sie kurz sprechen? Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen und bedanken. Wieso denn mit danken? Ja, das ist so, seit meine Mutter uns bei Ihnen in Ihrem Zimmer sehen hat, Sie verstehen, seitdem denkt sie, wir hätten was miteinander. Wir beide haben uns verliebt, Sie und ich, habe ich gesagt. Ach so. Und jetzt habe ich freie Hand, verstehen Sie? Ich bin wieder ich selbst und habe ein Privatleben. Verstehen Sie? Ja. Diese Rose ist für Sie. Danke. Ach, und die Pralinen. Danke. Bis dann. Wir sehen uns. Ich glaube, ich habe mich wirklich verliebt. Ich weiß. Und stell dir vor, sie gefällt mir. Thank you.
Steigen schon ein. Ja, ich komme gleich. Komm, gib mir schon mal die Pässe. Was heißt das, gib mir schon mal die Pässe? Wieso ich? Weil du sie eingesteckt hast. Paula, das musst du einem erzählen, der keine Krempe am Hut hat. Du hast sie eingesteckt. Ich hab die Pässe nicht. Hier sind sie doch. Entschuldige. Was ist denn jetzt schon wieder los? Meine Brieftasche ist weg, geklaut. Verbrecher, Diebe. Jetzt bin ich schon zum zweiten Mal ausgeraubt worden. Polizei, wo ist denn hier die Polizei? Karl, sag doch mal, wer da kommt und was er in der Hand hat. Der hat ja meine Brieftasche. Und das ist aber alles drin. Danke. Jetzt habe ich aber ja nichts für dich. Ach, von der Frau Lüttges. Von der Frau Lüttges. Warte mal. Hier, da kaufst du dir was Schönes. Na, mein Schatz, es gibt doch noch ehrliche Menschen, ne? Ich habe ihn doch immer gesagt. Sabine! Wo warst du denn die ganze Nacht? Erzähl ich dir später, ich hab's eilig, ja? Hört doch endlich! Aber Kinder, wir haben doch ewig Zeit! Wir werden sogar eine richtige Verspätung kriegen! Der Käpt'n ist nämlich nicht pünktlich! Der ist doch da! Du mach keine Witze! Hallo. Ah, da sind Sie ja! Entschuldigung. Zu spät zum Dienst. Das gibt es bei uns nicht. Mein Lieber. Willkommen. Danke. Ohne dich wäre das alles schief gegangen. Wäre wahrscheinlich ausgestiegen. Gilt nicht. Aussteigen hast du mir schon versprochen. Ich weiß. Tun wir auch. Erik und Lang. Seltsames Gefühl, plötzlich einen Sohn zu haben. Schön. Jetzt bin ich fast traurig, dass es nicht so ist. Verrückt, was? Kinder kann man immer haben, wenn man es wirklich will. Irgendwann. Ich komme drauf zurück. Irgendwann. Danke. Nein, danke. Ich will nicht. Nimm es wieder mit. Lassen Sie das ruhig hier. Ich habe Hunger für zwei. Jetzt kann die Welt sich wieder drehen. Wie bitte? Ach, nichts.